Hallo und willkommen bei Jetzt guck doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Manchen Regisseuren merkt man wirklich an, wer ihre Vorbilder sind und welchen Film sie mehr als 20 Mal gesehen haben. Im Falle von Aaron Creevy und seinem zweiten Spielfilm Enemies Welcome to the Punch kann man sich ziemlich sicher sein, dass er Michael Manns Heat von 1995 immer und immer wieder geguckt hat. Welcome to the Punch, der auf Deutsch Enemies Welcome to the Punch heißt, warum auch immer, erzählt die Geschichte von Polizist Max Lewinsky, gespielt von James McAvoy, der den Gangster Jacob Sternwood, gespielt von Mark Strong, dingfest machen will. Sternwood lebt nach seinem letzten Coup zurückgezogen in Skandinavien, muss jetzt aber nach London zurück, weil die Polizei seinen Sohn festgenommen hat. Für Lewinsky ist es wahrscheinlich die letzte Chance, sich diesen fiesen Gangster zu krallen. Weil das alleine aber als Handlung für einen Film von 2013 viel zu einfach wäre, wird noch ein Subplot um politische Intrigen, korrupte Polizisten, korrupte Politiker, korrupte Journalisten, korrupte Bauunternehmer und so weiter damit eingeflochten. Der Gangster und der Polizist müssen sich also widerstrebend zusammentun, wenn sie da heil wieder rauskommen wollen. Und wenn sie die Regierungsverschwörung aufdecken wollen. Und wenn sie die wahren Verbrecher bloßstellen wollen. Und wenn sie ganz viele Sätze mit Wollen sagen wollen. Die Zutaten für einen sehr guten Film sind eigentlich da. Mark Strong und James McAvoy sind zwei der besten Schauspieler von der Insel. Die Kameraarbeit ist top, dieser Tech-Noir-Look sieht richtig geil aus. Die Action ist gut dosiert, sie kommt nicht oft, aber wenn sie kommt, dann ist sie richtig gut und richtig spannend gemacht. Sie ist gut inszeniert, die Choreografie ist gut, das Ganze ist wirklich top gemacht und vor allem das Beste, keine Wackelkamera, keine 57 Schnitte in 2 Sekunden, also handwerklich wirklich 1A. Und es gibt auch wirklich spannend gemachte Szenen, zum Beispiel gleich die Verfolgungsjagd am Anfang, als die Gangster kurz ihre Motorräder schieben, damit der Polizist nicht hört, wo sie rumfahren. In der zweiten Hälfte wird das Ganze leider ein bisschen ein Konvolut aus bestechlichen Polizisten und bestechlichen Politikern, Lewinskys korrumpierten Vorgesetzten, die ihm teilweise ins Handwerk reinfuschen. Dann kommt noch ein Waffenschiebering dazu und ein Auftragskiller und irgendwie geht dem Film in der zweiten Hälfte so ein bisschen die Luft aus. Obwohl die Figur nicht sonderlich gut geschrieben ist, fiebere ich doch mit der Figur von Max Lewinsky. Einmal, weil die Umstände einfach gegen ihn sprechen und zum zweiten, weil er von James McAvoy gespielt wird und der die Figur wirklich toll verkörpert. Alles in allem ist Welcome to the Punch ein gut gemachter, aber ein bisschen unterwältigender Film, weil man das Gefühl hat, dass er seine Möglichkeiten leider nicht voll ausschöpft. Trotzdem hat er wirklich einige coole Momente zu bieten. Manche bemängeln vielleicht die recht subtile Filmmusik. Ich finde das ganz gut. Ich finde es angenehm. Die macht den Film atmosphärisch besser, weil es nicht dauernd dröhnt wie in viel zu vielen Marvel-Filmen. Insgesamt wurde das Motto, die Form bestimmt den Inhalt, für meinen Geschmack aber ein bisschen zu sehr übertrieben. Statt sich auf den kühlen Look und auf die coole Kameraarbeit zu verlassen, hätte vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in ein gutes Drehbuch fließen sollen. Und die Story hüpft manchmal ein bisschen zu unentschlossen zwischen toughen Krimi- und Politthriller hin und her. Das funktioniert vielleicht in so einem Meisterwerk wie State of Play mit Russell Crowe. Hier ist das Ganze ein bisschen unausgegoren. Man hat also manchmal das Gefühl, dass der Film nicht so recht weiß, was er sein soll. Trotzdem muss ich Welcome to the Punch immer noch gut bewerten. James McAvoy und Mark Strong spielen wirklich gut, die Action ist cool gemacht, der Look ist 1A, unterm Strich positiv. Sicher kein sehr guter Film, aber immer noch gut gemacht, um 90 Minuten blendend zu unterhalten. Dafür gibt es unterm Strich 3 von 5 Schießereien und eine lauwarme Guckempfehlung. An Heat kommt er sicherlich nicht ran, ist aber doch ganz cool gemacht. Vielen Dank fürs Gucken, fürs Bewerten, fürs Kommentieren, fürs Teilen. Blablabla. Viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal.